Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, als jüngste Abgeordnete dieses Hauses freue ich mich sehr, meine erste Rede in diesem Haus zum Thema Jugendförderung halten zu können. Mir ist das Thema Jugendarbeit allerdings nicht vorrangig wichtig, weil ich selbst noch in die Zielgruppe zähle, sondern weil Jugendarbeit ein Thema ist, das alle Generationen angeht. Die Jugend ist eine Zeit der Orientierung. Man probiert Dinge aus, lernt sich selbst kennen, da findet sich neu. Seinen Platz in der Welt zu finden, braucht Zeit und es braucht Kraft. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir hier die Unterstützung und Sicherheit geben, die dies ermöglicht. Wie wir heute mit der jungen Generation umgehen, welche Zukunftsperspektiven wir ihr geben, wird maßgeblich beeinflussen, wie diese die Welt zukünftig gestalten wird. Doch vom großen Ganzen wieder zurück nach Berlin. Worum geht es beim Jugendfördergesetz? Ganz grob gesagt, Jugendarbeit braucht verbindliche Standards und eine rechtliche Absicherung. Klingt erstmal nicht so spektakulär, ist aber trotzdem wichtig. Seit Jahren besteht die Forderung der Verbände nach verbindlichen Regelungen und einem Gesetz, das die Qualitätsstandards und die Finanzierung der Jugendarbeit absichert. Diese Forderungen können und wollen wir nun endlich umsetzen. Wir bringen mit diesem Antrag direkt am Anfang der Legislatur einen Meilenstein im Bereich der Jugendpolitik auf den Weg. Das Vorhaben ist nicht nur zeitlich ambitioniert, sondern auch inhaltlich ein ganzes Stück Arbeit, denn die Themen, um die es hier geht, sind enorm wichtig. Jugendarbeit kann der Schlüssel sein, der jungen Menschen die Möglichkeit, den Raum und die Werkzeuge gibt, um kritische, selbstbewusste und eigenständige Menschen zu werden. Jugendarbeit kann Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen Alternativen aufzeigen und Perspektiven schaffen. Jugendarbeit kann helfen, egal aus welchen Kontexten die Jugendlichen kommen und mit welchen Problemen sie konfrontiert sind. Alles Dinge, die nicht besonders strittig sind. Aber wo ist dann das Problem? Das Problem ist, dass die Bedingungen für gute Jugendarbeit in Berlin zurzeit katastrophal sind. Es gibt zwar die berühmten 10% der Bezirkshaushalte, die für Jugendarbeit genutzt werden sollen, aber wir haben es vorhin schon gehört, die Realität sieht leider oft anders aus. Die Folge, es gibt keine Verbindlichkeit und keine Planungssicherheit für die Träger der Jugendhilfe und der Jugendarbeit. Doch genau diese Sicherheit ist in der Jugendarbeit existenziell notwendig. Nicht nur die Träger, vor allem die Jugendlichen selbst brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit. Es ist also von außerordentlicher Wichtigkeit, dass sich hier endlich etwas bewegt und wir die Jugendarbeit nachhaltig sichern und stärken. Wir wollen mit diesem Jugendfördergesetz qualitative und quantitative Standards in der Jugendarbeit festschreiben. Wir wollen einen verbindlichen Förderplan, der die Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit sichert. Wir wollen eine verbindliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen selbst. Wir wollen die Sicherstellung der Finanzierung. Und wir wollen rechtliche Rahmenbedingungen, die es den Verbänden ermöglicht, ihre Rechte im Zweifel auch einzuklagen. Damit das Jugendfördergesetz so gut wird, wie wir uns das wünschen, braucht es allerdings Zeit und vor allem die Einbeziehung der Verbände, der betreffenden Gremien und natürlich der Jugendlichen selbst. Um eine nachhaltige Partizipation zu ermöglichen und umfassend alle Akteure einbeziehen zu können, haben wir für den Erarbeitungsprozess jetzt ungefähr 1,5 Jahre veranschlagt. Bis das Gesetz tatsächlich kommt, ist die Fortschreibung der Mittel an die Bezirke auf Basis des aktuellen Kalenderjahres erstmal gesichert. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen verschiedenen Akteuren und dann darauf, in hoffentlich weniger als 2 Jahren mit dem Jugendfördergesetz ein stabiles Fundament für die Jugendarbeit geschaffen zu haben. Vielen Dank.